Ja, dann heiße ich alle wieder herzlich willkommen zurück zu Pokémon Y Eggnog. Auf YouTube habt ihr keine große Zeitsprung, aber für die, die auf Twitch zuschauen, für den dürfte eine halbe Ewigkeit vergangen sein, weil Urlaub etc. war dazwischen. Und ja, hier wieder auf, vorweg für UI recht herzlichen Dank für 1150 Follower plus. Und das heißt UI-Zeit und was hab ich... Ich brauche mir keinen Counter fangen, denn... Aktuell gibt es ja per Seriencode Happy ja das Mauzi mit goldene Zeiten. Und das nutze ich jetzt als Eitransfer-Counter. Spare ich mir die Zeit, geht's rüber, machen wir Eierlauf. Juppi jupp, in diesem Sinne. Der Start ist mal wieder ziemlich speedyhaft. Das ist jetzt schon der x-te Part, wo das mit dem Eilauf beginnt. In diesem Sinne. Ihr seht ja, wenn das Ei schlüpft und was kommt, das seht ihr gleich. Leute, unser Eileilei möchte schlüpfen und was wir bekommen, das sehen wir jetzt. Bei meinem Glück ist eh ein Wasser-Pokémon. Wetten? Oder das, was ich wegtauschen musste. Geht natürlich auch. Willkommen zurück, Glumanda, und sprich, für dich haben wir die Megasteine. Hihi. Ole, 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 ole. Und wie das Glumanda heißen wird, das erfahren wir gleich. Denn das ist wieder die Aufgabe der Zuschauer. Ja, liebe Leute, wir haben einen Namen für das weibliche Glumanda von meinem Moderator, der ausgelost wurde, Fies. Der möchte nämlich... Das ist nämlich unsere gute, in Anführungszeichen, Hassfreundin in Mario Kart, Lady Berus heißen soll. Bei Drake's LP heißt es ja Melinatrix. Ich nenne sie gerne bei Mario Kart Cheetah Berus. Weil fahrt mit der Frau Mario Kart, ihr überlebt es nicht. Herzlich willkommen. Jetzt auch Lady Berus im Team. Also, ich habe irgendwo das dumpfe Gefühl, dass im Laufe der Egglog die komplette Streamer- und Freundgemeinschaft mit drin vertreten sein wird. Und ihr seht es ja unten schon an der Grafik. Jetzt kann ich ja mal dazu kommen. Das Team ist leicht umgebaut, aber auch nur, weil wir übersehen müssen. Azumere hat einen perfekten Movepool, an den will ich nichts rütteln, sprich, da ist kein Platz für einen Surfer. Sprich, deswegen kommt kurzzeitig Labras ins Team. Und, weil die nächste Arena eine Pflanzenarena ist, und sprich, schon mal vorbereitendes Training, kommt auch Lady Cosmetica. Unser liebes Ponita mit rein. Damit alles schon mal auf Vorbereitung gehen kann. Und ich würde sagen, auf Ovi Höhe, auf Wiedersehen Yantara, wir waren lang genug da. Aber vorher müssen wir noch kurz... ...der Alina noch Surfer beibringen, sonst wird das eh nichts.
Alina möchte surfen. Aquavelle ist doch schön und gut, aber wie gesagt, Alina wird, glaube ich, auch normalerweise jetzt nicht als Wasser-Pokémon ins Main-Team kommen, weil dafür ist eigentlich Azumarill unser Bulky-Pokémon. Mal andere Frage, willst du überhaupt kämpfen? Die Azurabucht. Alles, sogar das Leben selbst hat seinen Ursprung im weiten Ozean. Er labert mich nur dicht. Hab ich unten noch irgendwas vergessen? Außer der da schon paddelt. Na dann. Komm mal, Lina. Sieht sie nicht schön aus? Ravioli ganz vorne? Nee. John Cena ab nach vorne. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bin ich soweit ausgerüstet für eine Reise oder muss ich noch mal einkaufen gehen? Supertränke, Beleber dürfen wir ja eh nicht benutzen. Nö, müsst eigentlich hinhauen. Hey, komm her! Sieh dir meine Alina an! Die Welt und ich, sonst niemand! Nur die Welt und ich und das Meeresrauschen! Naja, und ein Drago, der dich gleich baden schicken wird. Beiderfisch ist eines der wenigen Pokémon, die ich als Wasser-Pokémon hasse, weil sie auch einen Gifttyp haben. Was bringt mir John Cena, wenn ich es eh nicht richtig einsetzen kann? GG hat auch die Giftspitzen. Danke, wir dürfen nicht wechseln. Wisst ihr was, Beiderfisch? Fress den Ravioli-Strahl. Oh, hab ich diesen verdammten EP-Teiler schon wieder an? Tequila erlernt Drachenklaue. Drachenwut können wir jetzt eh nicht mehr verwenden, denn wir sind jetzt in dem Levelbereich, wo ich eher mehr Schaden fresse, als Drachenwut austeilt. Bitora war auch dieses komische Stein mit... Genau. Ich nenne es einfach mal Stein mit zwei Händen. Und weil ich die Frage schon des Öfteren in Streams bekommen habe, nein, mein Name ist nicht vom Beyblade Eldrago, mein Name ist schon um einiges älter. Und für die Leute, die es immer gerne wissen möchten, ja, dass Drago für Drache steht, ist klar, weil ich bin halt ein Drachenfan. Das L steht für mein Lieblings-Pokémon Latios. Deshalb ist aber kein Problem, die Frage habe ich ja in YouTube-Aufnahmen noch nie groß beantwortet. So, EP-Teiler ausschalten. Oder Sackgasse. Danke, Alina, für die kurze Überfahrt, denn soweit ich das weiß, sind wir schon drüben. Du möchtest auch kämpfen, kleiner Backpacker? Ich reise ziellos in die Weltgeschichte herum, weil mir die Großstadt Stress zum Hals raushängt. Bei dem Schwimmer habe ich vorhin noch einen Spruch vergessen durch die Frage. Er tauchte auf, er tauchte nieder, blub blub, man sah ihn nie mehr wieder. Hehe. Ist okay, Scherz beiseite, auf in den Kampf. Du kommst mit Geradax, okay? Geradax kann auch ziemliches Bulky-Aloch werden. Aber ich hoffe mal, lieber John Cena, du bist stark genug. Wenn nicht, dann ist deine WWE-Karriere halt vorbei. Yeah, mach mich blind. Sind wir nicht schon blind genug? Nein, mach mich blinder. Was für ein... GG. Kommt er mit der Kopfnuss? Sag mal. Ey, das fühlt sich doch so gestern an wie gestern mit den Doppelkämpfen mit dem Kollegen Daniel, ey. Die Dauerhex der Unglaublichkeit. Und tschüss, Geradax. Say goodbye. Der Weg zum Sieg ist auch eine Reise ohne greifbares Ziel. Doch einmal um Carlos Siegestraße fertig, Egglock vorbei.
Und wenn das Ziel geschafft ist, geht es halt weiter. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Gehen wir mal kurz gucken. Da oben ist nur ein Item. Ich gehe mal davon aus, hier schwimmt keiner mehr rum. Ach, die Mehikel-Farm ist hier. Aber wir sind immer noch auf Route 12. Das heißt, wenn wir jetzt hier ins Gras laufen, das Pokémon dürfen wir eh nicht mitnehmen. Uch, ey. Und was ich eigentlich auch gelernt habe, ist, bei Zerschneiderbäumen kommt meistens eh nie was raus, was taugt. So, gehen wir mal hier kurz rein. Klopf, klopf, jemand zu Hause. Ich liebe mein Mieke so sehr, ich kann seiner Anziehungskraft einfach nicht widerstehen. Vielleicht kannst du ja anhand dieser TM verstehen, wie ich mich fühle. Ach, die Anziehungs-TM. Ich krieg gerade die Info, dahinter sind die Überreste. Na super. Ich hab grad mein Pokémon, was Zerschneider kann, nicht bei. Das heißt, ich werde die Überreste offscreen nachholen. Weil, wie gesagt, ich hab keinen Spawn und das Team hat soweit eigentlich Attacken, wo ich gerade eigentlich nicht auf was verzichten möchte. Hallöchen, Mehikel. Darf ich? Oder war das auf dem Schlafenden? Nee, das pennt. Ja! Aus dem Weg! Alle hopp, alle hopp, alle hopp. Halt! Mal kurz warten. Danke. So, Leuchtstein. Wir leuchten auf. Wir sind erleuchtet. Ja! Ich fand das eigentlich, wo ich das erste Mal gespielt habe, das ein bisschen putzig. Das hätten sie ruhig öfter mal einbauen können. Sahnehäubchen. Ja! Stimmt ja, solange wir auf dem Vehikel reiten, haben wir keine Trainerkämpfe. Das hat auch so ein bisschen seinen Vorteil. Aber wie gesagt, ich muss ja an die Überreste noch ran, aber so aktuell komme ich nicht ran. Deswegen, danke liebes Vehikel. Die hole ich mir wie gesagt noch später. So, du möchtest sicherlich kämpfen. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wozu mein Team und ich fähig sind. Wenn's verlieren ist, dann bitte vor. Also, aber warum habt ihr alle Pokémon, wo ich mein Front-Pokémon nicht benutzen kann? Ihr alle mit euren blöden Giftattacken. Los, Ravioli-Power. Ess ein paar Nudeln. Vipitas hat zu viel gefuttert. Fällt um. Und da hat John Cena sein Level. Oh Gott, nicht. Nicht jetzt sowas, wo ich nicht meine Reserve drin habe. Und John Cena ist noch kein Kampf-Pokémon. Hält Tequila das aus? Fragezeichen, nämlich Sepp. Ich nehme Sepp mit seinen Erdkräften. Der hat die Bodentafel drin, sprich, das ist stärker. Und Sepp hat ja auch einen Spezialangriff plus. Und wenn er den Kampf überlebt, ist das ein Kammerupt.
GG, ey, das ist echt der Part der Zurückschreckung. Oh Gott, ey. Dieses Miltank könnte jetzt echt nervig werden. Und Gott sei Dank resistest du einen Walzer. Oh, GG, Tequila, du wärst jetzt schon den Walzer ab. So, wir hauen das Miltank um. Oh, jetzt wäre entweder John Cena auf High-Stufe oder mein Seras gar nicht so verkehrt gewesen. Aber egal, Sepp entwickelt sich jetzt. Verloren. Offenbar harmonieren du und dein Team besser miteinander als wir. Tausch deinen Miltank gegen Fluffeluff aus. Und da haben wir unser Kamerupt. Und das wird jetzt ordentlich aufräumen. Und du willst auch direkt Steinhagel erlernen. Also ich würde dazu sagen, du hast Antikraft. Das ist ja wohl ein bisschen besser. So, wollen wir mal mein geschundenes Kamerupt mal kurz anschauen? Spezialangriff 94. Das Ding rasiert. So, erstmal noch ein Supertränkchen. Und jetzt kommt das, wovor ich ein kleines bisschen Angst habe, denn es kommt Ponita nach vorne. Liebes kleines Ponita, fall mir jetzt bitte nicht um. Mach dich jetzt nicht lächerlich gegen das kleine... Eher du hast Pech gehabt, denn du hast gesagt Käfer-Pokémon, das heißt... Lady Cosmetica hat hier jetzt einen Vorteil. Ah, ist es nicht herrlich, unser schönes Stütchen? Und wir haben Nitro-Ladung, das ist das Schöne. Und tschüss. Macht nichts, wir geben weiter Vollgas. Ich habe ja Cosmic versprochen, dass ich Ponita Battle Ready trainiere für die nächsten Parts und... Oh, ich halte meine Versprechen immer gerne. Vor allem solche. Und da kommt Rollon. Ich weiß, dass du Vieh auch Giftdorn besitzen kannst, aber ich habe mehr Pursivbären, als ich Pokémon besitze. Also, vorwärts! Kassiert ist halt so eine Vergiftung. Ich habe gedacht, eher durch Giftdorn. Nö. Und weg mit ihm. Wie gesagt, kleines Kind, wer eher Pech gehabt hat. Da hast du Glück gehabt. Meine Käferpunkte sind heute aber nicht so gut in Form. Nein, man sollte nicht vorweg posaunen, was man für ein Team hat. So, Lady Cosmetica, du kriegst erstmal ein Passivbärchen. Hab ich keine Tränke. Wisst ihr was? Ich habe schon so viel Pech gehabt. Nö. Vor allem seit der 6. Generation kriegt man ja Geld wie Asche. Also sprich,
Ja, immer schön aufboosten, immer schön 100% in die Bresche rennen. Und ein bisschen Zeit fürs Verkloppen haben wir auch noch. Steht hier irgendwas Interessantes drauf? Tipps für Trainer. Ach ja. Du guckst mich schon so doof an. Ich will dich nicht. Das ist ihm so egal. Das Gesicht im Nacken meines... Nein, nicht jetzt auch noch so ein Vieh. Oh Gott, Sengo und Taurus könnten so scheiße schlimm werden. Boah. Oh Gott, ey, das zieht ja jetzt schon so viel ab. Nee, da mache ich einen Switch. Ich habe keinen Bock, dass mir Kosmetika drauf geht, wenn da jetzt ein Vergeltungsvolltreffer kommt. Hey, da zieht fast gar nichts. So, Sengo, friss die Erdkräfte auf Doom and Destruction. Chill mit Ö. Kosmetika möchte Inferno. Das ist eine echt passende Attacke für ihn, weil, ja, wenn er Wut ausbricht, das Problem ist aber, Inferno hat nur eine Genauigkeit 50. Eigentlich schade, weil es wäre die passende Attacke für Cosmic, aber nur jedes zweite Mal nur durch. Sorry, in der Nassler kann ich mir solche Spielereien nicht erlauben. Leider. Tauros, wir bleiben drin. Sepp ist ein Schrank geworden. Pff, bedroh doch ruhig, wir greifen speziell an. Oder hier, Flammensturm. Das Schlimmste für einen Taurus ist Verbrennung. Ja, ich wollte gerade sagen, geburntes Taurus wird mir wohl nicht mehr so viel Schaden verursachen. Tschüssi! Jetzt sehe ich, dass mein kleines Ritual nichts weiter als Aberglaube war. Und ich sehe, dass die Kämpfe doch nicht einfacher werden. So, erstmal wieder Pip My Pokis. Und Alina kommt nach vorne. Denn Alina ist das einzige noch auf 32. Das ist immer meine Trainierart. Das in Anführungszeichen schwächste Glied immer nach vorn. Nur wie passend. Tempera City. Idealer Ort, um den Part zu beenden. Ich weiß, da drüben ist noch was. Ach, wisst ihr was? Ich suche jetzt noch das Pokémon Center auf. Ich weiß, hier ist auch ein Rivalenkampf wieder. Der kommt wohl ja später. Hey Drago, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena heraus. Bereite dich besser gut darauf vor. Danke für die Erwähnung, wo du nochmal bist. Vor der Arena heißt, ich kann noch gechillt zum Pokémon Center. Nochmal hier kurz gucken gehen. Braucht einer ein Boot? Wir fahren hier mit dem Boot rum. Hast du was? Als ich noch ein Kind war, habe ich in der Azurbucht einen Trainer mit einem tollen Ampharos gesehen. Du hast die Rauchs? Von denen kaufe ich mir... Moment, von denen kann ich mir noch welche kaufen. Ich würde gerade sagen, Räucherstäbchen. Wir haben noch genug Asche gesammelt. GG, wir haben schon über 100.000 und wir haben noch nicht mal die vierte Arena gemacht. So, ja, Wasserattacken nehme ich mit. Was haben wir noch? Senkgenauigkeit. Pflanze nehme ich mit. Gegnung, Gestein haben wir nicht. Psycho nehme ich mit.
Mal gucken. Doppeltes Geld brauchen wir nicht. Und wer ist nochmal selber? Gut. Noch ein bisschen extra gepimpt, schadet nie. Was möchtest du, Angler? Ein junger Trainer auf Wanderschaft, also was? Lass mich raten, auch du willst alle Pokémon, die sich im Wasser befinden, angeln, richtig? Ah, war gar nicht so verkehrt. Haben wir jetzt die Profi-Angel. So, hier haben wir nichts. Du bist der Bauarbeiter. Was geht eigentlich beim Kalos-Kraftwerk vor sich? Die Stromerzeugung für Lumina City läuft in letzter Zeit jedenfalls irgendwie auf Sparflamme. Da war das Hotel. Und du bist? Willkommen zum total zufälligen TM-Kies. Gibst du mir die richtige Antwort, kriegst du eine TM. Los geht's, hier kommt die Question. Von welcher Attacke ist die Rede? Sie stört die Konzentration des Gegners und senkt seinen Spezialangriffswert. Akrobatik ist ein Angriff, Item blockiert, Bizarro-Raum tauscht das langsam als Erstangreifen darf, also kann es nur Vertrauenssache sein. Richtig, der Kai hat 100 Punkte und eine TM. Genau, ja. TM 100. Hat ja auch so gut gepasst mit 100 Punkten etc. Gut, aber wie gesagt, das wär's für den Part. Der Rivalenkampf und das, ja, über den Haufen mähen der vierten Arena sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, mein Team ist bereit, denn Serena hat sich nicht verändert, außer dass er an unserem Level dran ist. Das heißt, Ziauron, Absol und Co. Da kommt wieder Knuddler Azumarill mit rein und dann heißt es, ja, wir rasieren sie platt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part. 12 Sekunden später. Noch nicht ganz Partende. Ich wollte eigentlich jetzt zum Pokémon Center runter, um die eine Attacke zu holen. Was sieht man? Professor Palme und Mrs. Championess. Hallo Drago! Ah nee, das war McPommel, den ich gerade vorhin. Ich gratuliere dir. Wie ich sehe, hast du nun alles beisammen, was für eine Mega-Entwicklung brauchst. Ein Megastein für dein Pokémon, ein Mega-Ring für dich, den Trainer. Und ein starkes Band zwischen euch beiden. Band? Das ist nur eine Theorie von mir, aber ich glaube, das Band zwischen Pokémon und Trainern ist es, was diese Mega-Entwicklung erst möglich macht. Aber was genau ist dieses besagte Band? Warum gibt es nur in Kalos Fälle von Mega-Entwicklung? Wer ein bisschen weiter denkt, ist bei Oras, ist das ja auch möglich. Es gibt noch so viele ungeklärte Fragen. Vielleicht ist es ja so wie mit den legendären Pokémon von Kalos. Die existieren schließlich auch nur hier in der Kalos-Region. Naja, die Kalos für Kalos, die Höhen für Höhen, die Kanto für Kanto, die Johto für Johto und etc. 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 Oh, aber ja doch, guter Einwand. Je mehr man weiß, desto mehr gibt es zu erforschen. Da wird einem nie langweilig. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich bin gekommen, um dir das hier zu geben. I believe I can fly. Aber unser einziges Flug-Pokémon ist nur EVM momentan. Mit der VM fliegen kannst du nur zum Pokémon-Center von jeder Stadt, die du schon einmal besucht hast. Wäre jetzt nicht verkehrt gewesen, könnten wir runterfliegen können, hätte ich mir den Weg sparen können. Bis später, Drago. Auf ein baldiges Wiedersehen, Dianta. Wenn ich Schauspielere suche, ich stets nach der Verbindung zwischen meiner Figur und mir selbst. Wenn ich mich darauf versteife, was die Figur von mir unterscheidet, bin ich schnell leid. Aber finde ich die Gemeinsamkeiten, kann ich mich wunderbar in diese Figur hineinversetzen. Aber genug davon, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bestreiten wir einen Pokémon-Kampf. Und das ist ja erst in der Liga. Gut, das war jetzt noch ein kleiner Zusatz zum Part. Jetzt aber hoffentlich bis zum nächsten Part.